Kurz durchatmen, okay? Mhm. Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video und ihr könnt es am Titel schon erkennen. Heute reden wir ein bisschen über die Motorräder, die sich in unserer bzw. meiner Garage befinden. Ihr seht schon, ich habe hier zwei Schlüssel. Der hier ist von der 701 mit dem Geht Steil Tag und der hier ist von der, beziehungsweise ist eigentlich auch eine 701. Das hier ist von der 701 Witpillen und das von der 701 Supermoto. Und ansonsten stehen da noch ein paar Fahrzeuge da, die keinen Schlüssel haben. Wir gehen jetzt einfach mal runter. Ja, und warum mache ich das Video eigentlich? Viele haben danach gefragt und haben immer wieder die Kommentare voll geballert. David, wie viele Motorräder hast du eigentlich? Was hast du für Motorräder? Was hat das damit auf sich? Wann hast du die geholt? Und deswegen würde ich auch sagen, wir reihen die jetzt einfach mal so ein bisschen hier vor den Lotus auf. Wir fangen mit dem allerersten Motorrad an, also das, was ich am längsten schon besitze, welches sich hier befindet. Und dann arbeiten wir uns peu à peu durch. Mhm. FE350 ist auch immer noch mein Lieblingsmotorrad. Ich weiß noch genau, damals habe ich alles verkauft. Ich habe meine beiden DRZs verkauft. Ich habe alles, was ich eigentlich finden konnte, aus meinem Zimmer verkauft, damit ich mir dieses Motorrad leisten kann. Gekauft habe ich das gute Stück von Milan Made FPG. Ich weiß nicht, ob die einen oder anderen den guten kennen. Falls nicht, checkt ihn auf jeden Fall mal ab. Er macht richtig geile Fotos. Ich habe mir das Motorrad angeschaut und ich hatte das Geld noch nicht. Und ich habe sogar den Kaufvertrag unterschrieben und ich hatte das Geld noch nicht. Und ich habe dann gesagt, okay, ich hole die dann und dann ab. Also ich habe mir selber eine Deadline gesetzt, wo ich das Geld haben muss. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie ich da dran komme. Aber ich habe mir gedacht, okay, wenn ich es irgendwie ranschaffen muss, dann muss es ja klappen. Weil ich bin ja in der Bedrulle. Und es hat dann wirklich am Ende geklappt. So mit Ach und Krach konnte ich dann Milan, ich weiß gar nicht, ob er das weiß. Wenn er das heute hört, dann denkt er sich auch nur so, geisteskrank, was habe ich da gemacht? Mit Ach und Krach hat es dann wirklich gepasst und dann konnte ich mir die 350 leisten und dann hat ja alles nochmal ein bisschen krasser angefangen. Ich habe Sören kennengelernt. Ich überlege gerade, wann ich die 350 geholt habe. Ich weiß das gar nicht. Ich glaube Oktober 2016 habe ich die gekauft und im März 2017 habe ich dann das erste Video veröffentlicht. Warte, wir gucken das jetzt mal nach. Das interessiert mich jetzt gerade total. Richtig krass. Also das ging mega durch die Decke. Ihr habt das richtig gefeiert. Veröffentlicht am 22.03.2018. Das heißt, die habe ich gekauft im Oktober 2017. Also das ist die Story zu der 350. Verliebt habe ich mich in die Husqvarna 350 dadurch, dass ich eine Probe gefahren bin vom Magnus Menten, der war früher auch immer am Stahlwerk und hat er eben auch genau diese 350er Husqvarna, ich glaube Baujahr 2014, 2015 war das, also ein bisschen neuer, aber eigentlich waren die identisch. Und ich fand die so geil, die hat sich so geil fahren lassen, dass ich gesagt habe, so wow, das Bike muss ich haben. Ich bin super viele Probe gefahren, immer, wenn ich die Möglichkeit hatte, alle Supermotos querbeet durch. Ich fand die Husaberg FS570 auch ziemlich geil, aber die 350, das hat einfach gepasst und da wusste ich direkt, okay, die wird's. Verändert habe ich natürlich an der jetzt auch was. Ich habe die komplett optisch verändert, wie ihr seht. Ein neues Dekor drauf. Das ist ja, glaube ich, jetzt schon das dritte, wenn ich meine. Wenn man jetzt nicht die ganzen speziellen Dekore dazu zählt. Ich habe die Sachen gepulvert, wie Lenker, Felgen, Schwinge, Kickstarter. Dann Auspuff kam ein FMF dazu. Leider natürlich nicht mehr der Endschalldämpfer. Da habe ich den Originalen jetzt montiert, aus Lautstärkegründen und auch Legalitätsgründen. Dann vorne, was ich richtig geil finde, ist eine Motomaster verbaut. Supermoto Racing Kit ist sogar alles eingetragen. Also ihr habt hier bei dem Fahrzeug, was super selten ist, die Bremse eingetragen, ihr habt die Leistung eingetragen und die Felgen eingetragen. Also wirklich alles. Das Ding ist so, wenn jetzt Spiegel dran wären und Blinker, wäre es wirklich legal. Ja? Und dieses Supermoto Racing Kit ist halt schon eine riesige Steigerung. Wenn ihr hier sehen könnt, die große Wave-Bremsscheibe, dann hier der Motomaster-Sattel, 4 Kolben. Das macht schon einen Unterschied im Vergleich zur originalen Mini-Enduro-Pumpe. Das ist mein, ich glaube, mein ältestes Bike. Welche kam danach? Du weißt das ja erst recht nicht, ne? Aber welche? Jetzt muss ich echt mal überlegen, welche kam danach? Also Witpillen kam nach dem Pitbike, da bin ich mir ziemlich sicher. Das Pitbike. Gekauft habe ich das von Dario Giuseppetti in Spanien. Und da bin ich auch das allererste Mal so richtig krass Pitbike gefahren. Er hat mir gezeigt, wie man da mit Knieschleift, sogar Ellbogen schleift. Das war eine Wahnsinnserfahrung. Und dann hatte er, und ich glaube, das war irgendwie Schicksal. Grüße gehen übrigens raus an der Stelle, lieber Dario, wenn du das siehst. Das war irgendwie Schicksal, weil er hatte ein Pitbike, was dann plötzlich zum Verkauf stand. Das war eigentlich so ein Rennstreckenwochenende. Also an dem Wochenende waren wir mit den großen Suzukis, mit den Tausendern auch auf der Rennstrecke, haben aber nebenbei auch mit dem Pitbike trainiert. Und dann urplötzlich war da dieses kleine Pitbike, was zum Verkauf stand. Natürlich von Dario. Und ich habe gar nicht lange überlegt. Ich bin dann direkt zu Dario und meinte so, was willst du für das Pitbike haben? Da haben wir ein bisschen rumgehandelt. Ich glaube, er wollte 1100 oder so haben. Und am Ende habe ich es für 900 bekommen. Also echt ein fairer Deal. Klar, hat Gebrauchsspuren. Lag schon ein paar Mal auf der Seite. Aber trotzdem, geiler Deal gewesen. Voy a la playa, ya subió la marea.
Und auch das habe ich komplett modifiziert. Ich habe mein Design draufgepackt mit den Jungs von DCC zusammen. Die haben das hier extra angefertigt, die ganzen Schnittkanten. Lenker haben wir gepulvert, Kleinteile haben wir gepulvert. Wir haben hier hinten die Schwinge gepulvert, Rasten, Schalthebel, die Felgen, richtig geil geworden. Und die Idee dahinter war eben nicht nur, dass das Bike zum Trainieren da ist, sondern dass es eben aussieht wie die große Supermoto, aber eben in klein. Und ich finde, das ist eigentlich ganz gut gelungen und es macht einfach mega Spaß. Und jetzt mit dem FMF dran, das habe ich natürlich auch mega gefeiert. Ich dachte erst, das wäre ein Scherz, aber es geht wirklich. Also der gute FMF hier ist legit. Wir können das Ding eigentlich mal kurz anmachen, oder? Alter Schwede. Ist geil, oder? Das ist also so der laut. Sound. Ihr müsst das halt eigentlich in echt hören. Ja, Pitbike fahren ist mittlerweile so eine Sache, die ich wirklich fast am liebsten tue. Damit Schräglage trainieren. Wenn ihr hinfliegt, es tut halt nicht weh. Ihr habt Lederkombi an, ihr seid schon so nah auf dem Boden, beziehungsweise am Boden, dass ihr dann einfach hinfliegen könnt, wieder aufsteigt. Gut, manchmal gibt es vielleicht auch ein paar Prellungen, aber ihr brecht euch nicht direkt die Knochen, im Regelfall. Und mit so einem Ding trainieren und dann auf die große Rennstrecke mit einem großen Bike gehen, ohne Scheiß, Gold wert. Wirklich Gold wert. Deswegen Pitbike. Also, das ist Motorrad Nummer 2 und dann kamen die Wittpillen, oder? Mhm. Ihr kennt sie alle, ist mittlerweile echt ein absolutes Liebhaberstück von mir. Original finde ich sie jetzt optisch nicht so geil, weil Kennzeichenhalter ist ja hier an der Seite montiert und die großen Spiegel und hier und da. Aber so, wie sie mittlerweile ist, wenn der Kennzeichenhalter dann noch ein bisschen kürzer wird, finde ich sie absolut mega, mega geil. Wir haben hier natürlich auch viel verändert. Original kommt die 701, wenn man es nicht dazu bucht, mit Gussfelgen. Wir haben jetzt hier aber Speichenräder, die natürlich auch gepulvert. Wieder mit dem guten Dennis. Ja, Grüße gehen raus an der Stelle. Wir haben die Seitenverkleidung, beziehungsweise hier die Tankverkleidung, haben wir schwarz lackieren lassen. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Gibt es so standardmäßig überhaupt nicht. Die Aufkleber habe ich nachträglich dann nochmal plotten lassen. Für die, die das noch nicht gesehen haben. Wir haben Lenker in den Spiegel dran gemacht. Wir haben Acra installiert. Vorne haben wir das auch schwarz lackieren lassen. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Achso, und genau, bei den Felgen, die ihr sehen könnt, haben wir hier, das ist Pulverbeschichtung, das ist kein Aufkleber, 2 Schichten gepulvert und das dann eben als erste Schicht Neongelb und dann mit einer Schablone nochmal grau drüber gemacht und dann am Ende natürlich zieht man die Schablone ab und dann, das ist richtig geil, weil ihr habt diesen 3D-Effekt und es ist unzerstörbar. Ja, viel hochwertiger als ein normaler Aufkleber. Mega geiles Ding, ist auch super hochwertig, das wissen die meisten nicht. Geile Komponenten verbaut, zum Beispiel hier eine Brembo-Pumpe auf der rechten Seite, ihr habt eine HC1-Pumpe. Ja, auf der Kupplungsseite. Also mega, mega hochwertige Sachen. Und das Bike fährt sich einfach unnormal geil. Ihr könnt krasse Wheelies damit machen. Ihr habt einen Blipper. Also ihr schaltet hoch ohne Kupplung und ihr schaltet runter ohne Kupplung. Ihr könnt einfach durchladen und das Teil hebt sich nicht direkt vorne weg. Weil, wenn ich mich jetzt mal draufsetze, die Körperposition ist extrem, extrem sportlich. Fast schon wie bei einer Supersportler, würde ich behaupten. Ja, ihr habt die Stummellenker und ihr sitzt wirklich super gebückt. Und dadurch ist das Gewicht vom Oberkörper natürlich viel weiter vorne. Ihr könnt sogar auf den Vorderreifen schauen. Und wenn ihr dann beschleunigen wollt, das Ding zieht und zieht und zieht, dann haut ihr die Gänge rein. Ja, das ist die 701 Wittpillen. Kennzeichenhalter wird noch kurz gemacht, ansonsten bin ich eigentlich ziemlich happy mit ihr. Ich weiß nicht, ob ihr Ideen habt, dann könnt ihr das gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Husqvarna TE300, die Enduro, ihr kennt sie alle, die leider viel zu wenig bewegt wird. Es tut mir echt leid, muss ich an der Stelle sagen. Ich habe da immer wieder ein schlechtes Gewissen. Ist aber trotzdem absolut geiles Gefährt, auch wenn ich noch nicht so viele Kilometer auf dem Teil gemacht habe. Der FMF sagt schon alles, Zweitakter sagt schon alles. Ich bin absoluter Zweitakt-Fan. Ich liebe Zweitakt wirklich wie Sau und dann 300 Kubik. Das Ding ist super leicht, super brutal und optisch natürlich wieder so ein bisschen an meinem Geschmack angepasst. Wir haben hier wieder ein Dekor drauf. Auch in Kooperation mit DCC entstanden. Schön mit den Grauelementen. Das war so das erste Dekor, glaube ich, was ein bisschen
weniger Neon hatte, aber dafür graue Elemente. Sonst war es ja immer voll neongelb in die Fresse. Und hier ist es halt so ein bisschen gemischt und das gefällt mir echt gut. Ich muss sagen, das ist mit eins meiner Lieblingsdekore. Ja. Viele von euch haben das auch gesagt. Irgendwie schmeckt es total gut. Also ich finde es richtig, richtig geil. Designed wurde das von Rush Racing. Da hat der gute Kuhn auf jeden Fall ganze Arbeit geleistet. Ich beim Aufkleben, wie man hier sieht, leider nicht. Aber das ist ein anderes Thema. LED ist verbaut. Guck mal, ich mach noch mal kurz an, dann siehst du das. LED-Lichtmaske. Mega geil. Ui. Hast du gut gemacht. Mega, oder? Das sieht halt einfach richtig, richtig schön aus. Also gefällt mir persönlich unnormal gut und die Maschine wird definitiv noch mehr bewegt werden. Ja? Also freut euch da drauf. Immer mit der Ruhe. Aktuell fahren wir noch viel auf der Straße rum. Aber wir haben eine Enduro. Sören hat auch Bock, Enduro zu fahren und da wird definitiv viel kommen. Und ich liebe das Motorrad. Auch wenn ich nicht viel mitfahre, ich liebe einfach das Motorrad. Und wenn ich zum Transporter gehe und an dem Motorrad vorbei, dann freue ich mich auch immer wieder. Einfach nur, dass sie da steht und ich weiß, wie viel Spaß man mit ihr haben kann. Klingt verrückt, aber ich weiß nicht, vielleicht kann das der ein oder andere so ein bisschen nachvollziehen. Ja? Ist wie, als würde man, weiß nicht, Autos sammeln. Das ist ein gutes Beispiel. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall 300er Enduro. Klar, ist zum Fahren gedacht, aber ich liebe dieses Teil einfach. Ist einfach mega, mega geil. Ein tolles Ding. Last but not least, oder wie sagt man? Ja, sagt man so. 701 Supermoto, die ich ja überraschenderweise bekommen habe. Da hat mich ja Sören überrascht und Husqvarna Deutschland, beziehungsweise mit Bergmann und Söhne. Absolut geiles Ding. Muss noch viel dran gemacht werden. Ihr seht, sie ist komplett original. Und wenn ich original, komplett original sage, meine ich auch komplett original, denn sogar hier der dicke, fette Kennzeichenhalter ist noch dran und der muss auf jeden Fall ab. Also wirklich, ich habe mich echt so ein bisschen verliebt. Ich bin gespannt, was ich damit nächstes Jahr reißen werde. Ich muss jetzt erstmal einfahren. Die hat gelaufen 21 Kilometer. 21,7 Kilometer. Taufrisch aus dem Berg. Natürlich auch ein Dekor drauf. Dann Schwinge, entweder die klassische Schwingverkleidung in Schwarz oder ich werde die pulvern lassen. Felgen, weiß ich noch nicht, was damit passiert. Da werde ich mir was richtig Feines überlegen, aber es geht schon in die Neongelb-Richtung. Ich liebe einfach Neongelb. Ja, das ist einfach meine Farbe und wir haben ja diese Projektbikes, wo jetzt auch andere Farben mal ins Spiel kommen, aber meine Bikes, die sind einfach neongelb. Ja, ich stehe da einfach drauf. Kennzeichenhalter kommt ein anderer. Ein Auspuff muss auf jeden Fall ein anderer dran. Andere Hebel würde ich gerne haben. Vielleicht noch ein paar kleine Teile pulvern. Aber ansonsten ist das Bike wirklich richtig schön. Ist selten, dass ich sage, das Motorrad ist von der Stange einfach geil. Das gefällt mir schon richtig gut. Aber bei der 701 Supermoto, bei dem aktuellen Modell jetzt, ist es wirklich der Fall. Da sage ich, mega geil. Gefällt mir super, super gut. Ich freue mich echt, damit fahren zu dürfen. Ach so, und genau, es kommt ja noch ein Motorrad. Und zwar Anfang nächsten Jahres. Ich verrate natürlich noch nicht, was es sein wird. Aber ihr wisst, wir wollen Rennstrecke fahren und deswegen brauchen wir auch ein Bike für die Rennstrecke. Vorzugsweise natürlich eine 1000er. Das heißt, da ist was in Planung. Was das genau sein wird, das werdet ihr dann erfahren, wenn wir die Motorräder kriegen. Ich bin auf jeden Fall mega hyped und ich sag euch so viel, ihr werdet komplett ausrasten. Ja? Ihr werdet komplett ausrasten. Das sind geile Dinger, wenn das so klappt. Dann stellen wir die jetzt auch mal in die Reihe, würde ich sagen. Ist schon krass. Also wenn ich jetzt mal hier so rüberschaue, man hat das ja überhaupt nicht auf dem Schirm. Wenn die Bikes so ein bisschen verstreut stehen oder eins im Transport ist, man wird sich ja nicht bewusst, was man da alles hat. Aber wir haben eigentlich das komplette Portfolio. Wir haben eine Supermoto, wir haben ein Pitbike, wir haben ein Nakedbike, wir haben eine Enduro und nochmal eine, ich sag jetzt mal, Straßensupermoto, weil die 350 ist halt schon Richtung Wettbewerb und der Motor und so weiter und so fort. Ihr kennt die Probleme. Und wenn dann jetzt so eine Supersportler im Portfolio ist, dann ist das eigentlich alles, was man sich erträumen kann. Ja. Was soll ich sagen? Eigentlich kann ich mich bei euch nur bedanken, weil ihr habt das möglich gemacht. Gemeinsam haben wir das hier geschaffen. Alleine wäre das nie möglich gewesen. Ihr habt einfach diese Leidenschaft, die ich damals mit 0 Abonnenten auf YouTube hochgeladen habe, groß gemacht. Ich habe immer wieder was gepostet, immer mehr kam dazu und das hier haben wir erreicht und deswegen teile ich das auch gerne mit euch. Absolut krass, ich komme aus ganz einfachen Verhältnissen, wenn meine Story so ein bisschen kennt. Ich hatte nie viel, wir hatten nie viel. Meine Mama hatte nie ein Auto. Sie hat heute noch kein Auto. Eigentlich müsste ich ihr mal eins holen. Aber dann schreiben nachher noch alle, ich mache Moji nach. Es ist krass, wirklich. Also wenn ich das hier so sehe, es rührt mich. Und ihr seid einfach geil. Ich liebe euch. Jeden Einzelnen, wirklich. Ich meine wirklich jeden Einzelnen. Okay, Freunde, bevor ich jetzt sentimental werde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir mal in die Kommentare, welches Bike hier euer Lieblingsbike ist. Ist das die 701 Supermoto? Ist das die 300er TE? Ist das die 701 Witpillen? Ist es das Pitbike oder die 350er FE? Schreibt es mir unten rein, lasst einen Daumen nach oben da und in dem Sinne würde ich auch sagen, wie immer, genießt die restlichen Tage und das Allerwichtigste, geht steil! Wups.